Wir hatten schon eben das Zitat von dem Herrn von Remondis, Kreislaufwirtschaft beginnt beim Produkt. Und das ist natürlich genau da die Vorlage für unseren nächsten Speaker, für den nächsten Keynote-Redner. Der perfekte Kreislauf, könnte man sagen, ist Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege wieder zurück. Und man kann sich das vielleicht vorstellen, es gibt natürlich ganz viele Bilder, wie ein Baum, der wächst und Blätter bildet. Die Blätter fallen irgendwann jetzt im Herbst runter. Dort unten werden sie dann zu Kompost. Der Kompost ist wieder Nährstoff für den Baum. Der wächst und bildet neue Blätter aus. Na, das ist der perfekte Kreislauf, der uns allen vorschwebt. Natürlich auch für unsere Produkte, wo dann eben nichts verbrannt werden muss. Diese Idee hatte Michael Braungart vor, ich glaube, es sind inzwischen 30 Jahre, da hat er dieses Prinzip Cradle to Cradle entwickelt. Seit 2008 hält er die Professur für den Cradle-to-Cradle-Studiengang in Rotterdam inne, den ersten Studiengang in diesem Bereich. Und sein Vortrag ist überschrieben mit »Es gibt nichts Gutes im Schlechten«. Erinnert natürlich an Adorno und »Es gibt kein richtiges Leben im Falschen«. Jetzt sind wir gespannt, was ist das Richtige, was ist das Gute und was ist der perfekte Kreislauf. Herzlich willkommen, Professor Michael Braungart. Schön, dass Sie da sind. Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und dass ich auch geehrt werde für manche Dinge davon, obwohl ich mir ab und zu doch irgendwelche frechen Bemerkungen erlaube. Es hat mir keine dauerhaften Feindschaften eingetragen. Also ich habe vorher gedacht, naja, dieser Zirkulus sieht ja immerhin aus wie so ein Stück Seife. Ist ja ganz schön praktisch davon. Aber ich will Ihnen schon sagen, dass, und das bezieht sich auf den Titel meines Vortrags, solange PVC in Verpackungen verwendet wird, macht man das Falsche richtig. Es gibt 2,8% PVC bei den Verpackungen und dadurch ist das Recycling eigentlich immer minderwertig. Und ich kann Ihnen das direkt sagen, weil ich in Ägypten war und mich gewundert habe, warum da so viel Plastik rumliegt. Ja. Und wir sagen dann so ein bisschen leicht rassistisch, die Leute haben kein Umweltbewusstsein. Ja? Nein, sie haben 5% PVC-Verpackungen. Dadurch lohnt es sich nicht, diese Verpackungen einzusammeln, weil ich kann es noch nicht mal verbrennen. Es gibt Salzsäure und halogene Kohlenwasserstoffe ohne Ende. Das heißt, das PVC muss endlich aus den Verpackungen verschwinden. Zweitens, wir haben uns bei einem großen Discounter, der auch schon genannt worden ist, angeschaut, wie die Eigenmarken sich zusammensetzen. Dort sind 52 verschiedene Plastiksorten drin davon. Und da gibt es doch keinen Grund dafür. Halten wir uns doch an die Gesetze. Das Gesetz sagt im Einigungsvertrag, dass das Zero-System der DDR zu übernehmen sei. Dort hat man 40 Abfallgruppen gehabt davon. Und die Kinder und Jugendlichen haben so ähnlich wie in dem Projekt hier sich ein gutes Taschengeld verdient, wenn sie mit dem Leiterwagen gefahren sind. Allein für Papier hat man 15 Pfennige bekommen dazu, wenn man ein Kilo Papier hatte. Im Einigungsvertrag steht drin, das Zero-System. Dort hatte man praktisch einen Verpackung Standardkunststoff, das Polypropylen. Und das lohnte sich dann wirklich, es zu recyceln. Also so wie es jetzt ist, muss ich ganz frech sagen, das ist ein Zirkulus Viciosus, ja, ein Teufelskreis. Ja. Das ist ein Fehler, ein fehlerhafter Kreis. Man macht das Falsche richtig und damit richtig falsch. Man muss erst mal fragen, was sind die richtigen Dinge? Trotzdem will ich darauf zurückkommen, dass sich natürlich die Initiative mich schon freut. Aber schauen wir die Verpackungen insgesamt an. Ein Baby braucht etwa 3.000 bis 5.000 Babywindeln. Das sind Babyverpackungen. Die sollte man mit betrachten. Ich habe in Hamburg den Müll analysiert. Da sind 20% des Restmülls sind dabei inzwischen Babywindeln und Erwachsenenwindeln. Und die gute Geschichte dabei ist, dass das Volumen der Erwachsenenwindeln ist inzwischen größer als das von den Babywindeln. Also Hegel würde sagen, das Leben findet nur zwischen zwei Windelphasen statt. Sie sind sozusagen in der Nachwindelphase, ich bin in der Vorwindelphase sozusagen.
Also, um es klar zu sagen, wenn das so weitergeht, ohne dass man noch einen zusätzlichen Preis bezahlen muss für die Beschaffung, dann wird aus dem Ghetton ein Armageddon sozusagen. Ja? Das ist die Apokalypse. Wir haben einen Koalitionsvertrag, in dem steht drin, dass auf die Verwendung von Plastik eine Steuer zu erheben ist. Warum sollen Leute, die Heizöl verwenden, warum sollen Leute, die Auto fahren, Mineralöl zahlen, aber niemand, der Öl verwendet für Plastikherstellung, zahlt dafür Steuer? Also wie wäre es doch nur eine marktwirtschaftliche Lösung, endlich dafür eine Steuer zu bezahlen? Dann würde sich das Recycling sofort lohnen. Der Ausgang meines Vortrags bezieht sich auf Albert Einstein. Die Probleme kann man nicht mit demselben Denken lösen, die sie verursachen. Und das ist auch der Ausgangspunkt für Cradle to Cradle. Wenn wir nur das Bestehende optimieren, machen wir das Falsche nur gründlich falsch. Wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Schütze die Umwelt, mach weniger Müll, trenne den Abfall. Die Verpackungsmenge hat sich verdoppelt in den letzten 30 Jahren. Davon Deutschland ist nach Irland an Nummer 2 bei den Verpackungsabfällen. Wie sieht es denn mit der Vermeidung von Verpackungen aus? Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt sozusagen die Abfallwirtschaft weiterführen. Die Natur kennt doch keinen Abfall. Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Also lassen Sie uns überlegen, dass wir nicht das Falsche optimieren. In dieser Logik, wir denken, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Da hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt als der Westen, obwohl lokal hohe Hotspots waren, weil das System so ineffizient war. Also man konnte einfach die Feuchtgebiete nicht zerstören, weil man das Geld nicht dafür hatte. Darum sollte man zuerst mal fragen, und das hat Peter Drucker ganz früh gezeigt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Effizienz und Effektivität. Effizienz heißt, was ist das Richtige? Ja? Effektivität, also Effizienz heißt, mache ich es richtig. Effektivität fragt, was ist das Richtige dabei, denn sonst mache ich das Falsche richtig und damit eben richtig falsch. Also die DDR hat die Umwelt geschützt durch Ineffizienz, ja, weil sie einfach das Geld nicht dafür hatte. Man sollte deshalb erst mal fragen, was ist das Richtige. Cradle to Cradle ist letztlich gesehen erst nur dadurch berühmt geworden, dass ich in die USA gegangen bin. Ich bin 1990 in die USA gegangen, weil mir klar war, dass mit der Wiedervereinigung erstmal lange nichts passieren würde hier. Weil wir denken, das Umweltthema ist ein Moralthema und nicht nur wir Deutsche vergessen die Moral sofort, wenn es uns gerade schlecht geht. Dann ist sie leider gerade weg. Ich übrigens auch. Also ich habe mit meinen Studenten in Rotterdam ausgerechnet, wenn ich im Stau stehe auf der Autobahn und die Spur wechsle, davon verursache ich 200 Mal mehr Verzögerung, als ich selber an Zeit gewinnen kann. Und ich sage, ich habe selber kein Auto, aber ich leih mal eins aus ab und zu. Wenn ich im Stau stehe und es zu spät dran bin, dann vergesse ich das, obwohl ich es genau ausgerechnet habe. Ja. Vor Kindergärten rasen die Leute doppelt so schnell, wie es eigentlich erlaubt ist davon in Rotterdam. Wir haben das gemessen, weil die Kinder für das Industriesystem nicht erfunden worden sind. Und dann ist man zu spät dran und dann rast man einfach. Ja. Und dann sind die ganzen kleinen Kinder in Gefahr. Also es geht darum, erst mal zu fragen, was ist das Richtige und nicht das Falsche richtig zu machen. Wenn ich von hier nach Amsterdam möchte, hilft es mir nicht, effizient nach Frankfurt zu fahren. Ich muss also erst fragen, wo komme ich hin? Cradle to Cradle ist erst nur berühmt geworden, weil es wurde zwar in Deutschland entwickelt, entstand aus einem Projekt, ursprünglich nach der Sandow-Katastrophe, davon, weil wir ganz viele Menschen auf der Welt gefragt haben, wie ist denn unser Verhältnis zur Natur, aber ohne die Partnerschaft mit William McDonough wäre es nichts geworden. Wissen Sie, wenn Sie in Amerika berühmt sein wollen, müssen Sie irgendwie so ein bisschen eine Karikatur sein wie Arnold Schwarzenegger oder Sie müssen Amerikaner sein. Ja. Wenn Sie in Europa berühmt sein wollen, müssen Sie irgendwie so eine Karikatur sein, so wie ich, ja. oder eben Amerikaner. Ja. Dadurch ist es Cradle to Cradle. Eigentlich heißt es von der Wiege zu Wiege, aber Sie hätten auch Gnödel to Gnödel sagen können, das ist alles okay. Also danke an William McDonough, ja, meinen Partner, mit dem ich tatsächlich eben dann dieses in die Praxis umgesetzt habe. Das Problemdenken kommt von uns Europäern, aber die Umsetzung dazu findet bei uns nicht statt. Wir schicken Polarstern-Expeditionen los, um ein Schiff irgendwo festfrieren zu lassen, um jedem zu sagen, dass wir noch den Treibhauseffekt untersuchen müssten. 190 Millionen. Damit sagen wir jedem, auch Donald Trump, wir müssen erst noch forschen. Nein, es gibt keinen Grund zu forschen, es gibt jetzt Grund zu handeln. Wir haben natürlich ein Problem, dass wir
Wir haben ein Problem, dass unsere Religion das nicht erlaubt eigentlich letztlich. Sowohl im Christentum wie im Islam sagt die Religion, du bist böse. Ja? Und wenn ich sie da vorne angucke, dann denke ich, ja, kann ja sein. Und nur Gott kann dich erlösen. Wir können also nicht gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Darum möchten die Städte klimaneutral sein. Ja? Ich meine, was wie absurd, ein Baum ist auch nicht klimaneutral, der ist gut fürs Klima. Ja? Ich komme ja auch nicht nach Hause und sage, ich bin heute kinderneutral. Ja? Also wollen wir dümmer als Bäume sein? Es hat aber mit zu tun, die Religion sagt uns, wir sind böse und nur göttliche Gnade kann uns erlösen. Darum können wir höchstens neutral sein. Das ist das Höchste dabei. Aber das ist nicht das, was uns hilft. Wir müssen gut fürs Klima sein. Wir müssen uns das Kohlendioxid zurückholen. Darum ist die Grundfrage, gibt es natürlich ein richtiges Leben im Falschen? Also wie gehe ich mit einem System um, was den Planeten zerstört und versuche etwas dagegen zu machen? Ja. Davon. Und das ist hier zu diskutieren. Wir sind aus diesem System rausgegangen und das ist keine Vision und das ist keine Utopie, es geht einfach. Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Ja? Also warum sind wir dümmer als alle anderen? Wir betrachten bei Cradle to Cradle alles als Nährstoff. Die Dinge, die verschleißen, sind für die Biosphäre. Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen unterstützen die Biosphäre. Aber das kommt bei uns noch nicht an. Die Leute haben 110 Gramm Schuhsohlenabrieb. Ja, wie kann ich Schuhsohlen konstruieren, ohne zu fragen, was mit dem Abrieb passiert? Wie kann ich Skiwachs machen? Ich war gerade in Vorarlberg gewesen, da die ganzen Gewässer sind mit Skiwachs verseucht. Wie können die Leute Skiwachs machen und nicht fragen, wo das landet nachher? Das heißt, alles ist Nährstoff. Alles, was verschleißt, muss in die Biosphäre. Die Autoreifen werden etwa 470 Chemikalien verwendet. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Vorher blieb er auf der Straße, jetzt landet er im Gewässer. Im Rhein sind 54% des Mikroplastiks Reifenabrieb. Man hat das Falsche perfekt gemacht und damit perfekt falsch. Die Autoreifen halten heute doppelt so lange im Verhältnis zu vor 30 Jahren. Aber jetzt sind die 470 Chemikalien verfügbar, werden eingeatmet. Vorher, wie gesagt, blieben sie auf der Straße. Die Grundprinzipien sind andere. Alles muss Nährstoff sein. Alles, was verschleißt für die Biosphäre, alles, was nur genutzt wird für die Technosphäre. Ich verbrauche keinen Fernseher, ich verbrauche keine Waschmaschine. Es geht also nicht um einen perfekten Kreislauf, auch wenn ich es Ihnen so darstelle. Es geht um Räume. Der Kreislauf denkt, ich muss immer wieder dasselbe machen. Das ist so wie Riesenradfahren, so Landenei oder sowas. Nach dem dritten Mal denke ich, ganz schön langweilig. Ja? Das ist auch innovationsfeindlich. Heute ist es eine Waschmaschine, morgen ist es ein Autoteil. Das heißt, ich brauche dann natürlich dafür, dass alles die richtigen Energiequellen hat und dass es aktiv die anderen Lebewesen unterstützt. Aber da sind wir. Ich meine, die Leute sind im Sommer jetzt draußen gesessen und trinken Aperol Spritz. Da ist E110 drin und E124 drin. Zwei stark krebserzeugende Farben. Und niemand fragt, was die Farbe eigentlich ist. Die trinken es einfach. Ich habe mich 25 Jahre eingesetzt, dass Azofarben aus den Textilbereichen rauskommen. Mit dem grünen Knopf zusammen. Und wir haben jetzt den Herrn Müller, den man wirklich nur preisen kann für seine Initiative mit dem grünen Knopf. Der ist jetzt Generaldirektor der UNIDO. Ja? Und im Textilbereich sind sie weg und jetzt saufen die Leute das Zeug. Ja? Ich meine, verstehen Sie, das sind stark krebserzeugende Farbstoffe. Und dann steht noch frech drauf, das sei die neue vegane Formel, weil natürlich vorher hat man für das Kaminrot Läuse totgequetscht. Und das sind Chemiefarben, also ist es vegan. Ja. Wir haben viele so Dinge, wir reden über Plastik und Papier dazu. Das heißt, wenn Sie ein Taschentuch wegwerfen beim Wandern in Österreich, wir haben das ja öfters miteinander auch gemacht, dann bleibt das 18 Jahre liegen. Das ist kein Papiertaschentuch, das ist ein Epichlorhydrin-Plastiktaschentuch mit einem Zellulosekern. Ja. Es bleibt 18 Jahre liegen. Sie denken, diese schöne Edelweiße sieht so ähnlich aus wie das hier, ja, davon. Aber es ist nur, dass dafür Leute hingekackt haben, wissen Sie. Und dieses bleibt liegen. Und was lassen wir zu? Wir lassen zu, dass Tank und Rast jetzt 1 Euro will, obwohl sie eigentlich ihr Monopol nur bekommen haben, dass wir kostenlos kacken können. Und darum ist es hier in Montabaur, hier an einer normalen Tankstelle, wo die Leute einfach sagen, das lasse ich mir nicht bieten, denn für diesen 1 Euro kann ich mir noch nicht mal was kaufen. Ja, die Schokolade kostet 4 Euro dabei, da kann ich nichts mit anfangen. Und da darf ich nur einen Bon einpacken dazu. Das sind doch Dinge, die wir unserer Demokratie nicht erlauben dürfen. Das ist Plastik dazu, das ist kein Papier. Ja. Und da kann ich Ihnen weitermachen davon. Wie können wir zulassen, dass wir 150 Chemikalien, Pharmachemikalien haben in unserem Grundwasser?
überall. Wenn Sie nur 3 Kilogramm Wirkstoff von Voltaren, Diclofenac, in den Bodensee verteilen, halbiert sich die Zahl der Fische. Nur durch 3 Kilogramm. Wie das Stück Würfelzucker im Bodensee praktisch, was man immer für Spuren darstellt. Ja? Bei 0,5 Mikrogramm pro Liter davon halbiert sich die Fischpopulation. Und warum haben wir eben noch Voltaren in Verwendung? Ja, überall, dass die Kläranlage baut es nicht ab. Es gibt keinen Grund, es gibt lange genügend andere Präparate, die sich wunderbar abbauen. Tun wir uns zusammen, wenn wir wirklich etwas machen und verbieten, Voltaren, endlich, endlich, das kann doch nicht sein. Das ist doch eine absolute Gemeinheit, der Gewinn ist privatisiert und das Risiko trägt die Allgemeinheit. Also, wir brauchen ein neues Bio. Das jetzige Bio ist 100 Jahre alt, wissen Sie, ich habe das erst begriffen, als ich ein paar Jahre in China gearbeitet habe. Es gibt kein Biosiegel, was erlaubt, dass unsere eigenen Nährstoffe verwendet werden dürfen. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphor aufnehmen, 2 Gramm Phosphor abgeben, sonst Phosphat genauer gesagt, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Es gibt kein Biosiegel, was erlaubt, dass mein eigenes Pipi wieder verwendet werden darf. Ja? Ist es erstaunlich. Wir hassen uns so sehr, dass wir denken, es ist nur gut, wenn es uns eigentlich nicht gäbe. Ich habe das erst begriffen, als ich in China gearbeitet habe. Wie gesagt, wenn man dort zum Essen eingeladen ist, auf dem Land, erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, weil man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Somit konnte China über 7000 Jahre eine bruchlose Zivilisation schaffen. Wir haben den Bauern immer nur weggenommen, immer nur weggenommen. Die Böden wurden immer schlechter dazu und das ist heute ja noch so. Der Boden ist der Hauptkohlenstoffspeicher und ist in der Klimadiskussion praktisch nach wie vor nicht richtig vorhanden. Ja, wir haben die Bauern verarmt, mussten in die Stadt musste weiter weggehen, musste Kolonien aufbauen, davon je nachdem, man musste sich die Nährstoffe woanders holen. Ja, wir denken, es ist nur gut, wenn es uns nicht gibt, ja, davon. Darum eben Bio nur ohne uns. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir ein Teil des Ganzen sind, dass die Natur nicht unsere Mutter ist, sondern unsere Lehrerin, unsere Partnerin. Wenn wir uns zur Mutter erklären, müssen wir uns immer entschuldigen, dass wir da sind und so ungehörig sind. Wir brauchen ein Bio, wo endlich auch dieses Kupfer aufhört. Kupfer ist wunderbar heute auch dargestellt in der Technosphäre, aber in der Biosphäre hat es nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Die Böden werden alle verseucht mit diesem Kupfer, was im Biolandbau gegen Mehltau verwendet wird. Davon. Das muss aufhören. Wir brauchen neues Bio, was aktiv die Artenvielfalt unterstützt. Jetzt kriegen wir immer mehr so bio-agroindustrielle Betriebe dabei. Das kann es nicht sein. Lassen Sie uns heute auf etwas verständigen. Wir werden kein Futtermittel mehr aus Lateinamerika beziehen. Keines mehr. Wir sind die, die den Regenwald dort abholzen. Sie können ein paar Mal Soja anbauen. Europa bezieht die Fläche Frankreichs als Futtermittel aus Lateinamerika. Und dann ist das nächste abzuholzen. Lassen Sie uns doch nicht, ich will jetzt nicht allgemein diskutieren über irgendwie Futtermittelimporte und sonst was, aber aus Lateinamerika kein Gramm mehr. Wir sind diejenigen, die den Regenwald abholzen. Lassen Sie uns das doch ändern. Ja, wie wäre es? Ist irgendjemand dagegen? Dann lassen Sie uns, hier ist die Svenja Schulze irgendwo, wo habe ich Sie gesehen, Frau Schulze? Die Landrätin von Lüchow-Dannenberg kreist dazu. Ja, Entschuldigung, ja. Hallo. Ja. Natürlich können wir das dort umsetzen. Wir haben eine Modellregion, wo wir das umsetzen. Wir müssen den Boden zurückgewinnen. Wir haben die Fläche, der Vereinigten Staaten und die Fläche der Chinas als Gesamtfläche verloren für landwirtschaftliche Fläche. Wenn wir es nur schaffen, 5 Promille an Kohlenstoff in den Boden zurückzukriegen, dann können wir die gesamte CO2-Menge lange ausgleichen dafür. Wir brauchen eine Digitalisierung, die wirklich Digitalisierung ist. Nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeit. Nur dann kann ich die Dinge tatsächlich wieder neu planen. Also nicht eine Waschmaschine, die 40 Jahre hält, sondern nach 9 Jahren sollte eine Waschmaschine zurückgehen, weil sie dann veraltet ist. Denn sonst kommen die neuen Dinge nicht auf den Markt. Also nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeit. Das digitale Denken ist allerdings noch nicht da. Sie sehen hier ein Bild eines Autoherstellers. Die Leute kaufen Roboter. Warum kaufen die Leute Roboter? Dann zahlen sie die Wartung, die Umprogrammierung. Niemand braucht Roboter. Ich brauche doch nur die Schweißpunkte. Wenn die Leute Schweißpunkte kaufen würden, dann würden sie dies zum billigsten Preis kriegen. Wenn sie die Roboter kaufen, müssen sie jeweils die Umprogrammierung bezahlen. Und jede langweilige, gefährliche Tätigkeit, nicht nur, sondern jede Tätigkeit, um den Roboter auszulasten, muss ich dann praktisch damit haben. Lassen Sie uns doch diese Modellregion sehen. Lassen Sie uns planen davon, dass wir, also wir müssen doch begreifen,
Ich bin einer der wenigen, der hier eine Krawatte hat. Wenn wir das 2-Grad-Ziel wirklich einhalten wollen, dann müssen Sie alle Krawatte tragen. Denn wenn Sie so leicht stranguliert sind, können Sie die Raumtemperatur um 2 Grad senken. Dann merken Sie das gar nicht dazu, weil es sich wärmer fühlt. Ich habe mit Volker Hartkopf, das in Carnegie Mellon in Pittsburgh, gezeigt davon. Und wie gesagt, in dieser Modellregion können Sie die Dinge ausprobieren. Wir müssen ganz offen darüber nachdenken, anders zu denken, von vornherein. Ja. Weil erstens, wir müssen das CO2 zurückholen. Lassen Sie uns heute darauf verständigen, wir werden im Jahr 2100 wieder die Treibhausgase in der Atmosphäre haben, die es 1900 gegeben hat. Das ist die einzige Option. Es müsste jedem auffallen, dass das Grönlandeis viel, viel schneller schmilzt als gedacht. Bis zu 50 Mal schneller davon. Allein Grönlandeis bedeutet einen Anstieg des Meeresspiegels um 7 Meter. Davon. Es musste uns jetzt auffallen, dass jetzt die Gletscher verschwinden, mit jetzigen Gehalten, die Permafrostböden jetzt auftauen. Ja, mit dem Jetzt. Das 1,5-Grad-Ziel wird das nur 2 Generationen verschieben. Wir müssen ein Ziel haben, zu sagen, wir wollen klimapositiv sein. Wir holen uns das zurück. Wir bauen unsere Böden vor allem wieder auf. Wir werden in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden und dann mache ich auch gerne mit bei dieser Circulus Viciosus Aktivität. Davon machen wir mit. Davon. Wir werden in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen worden ist. Die einfachsten Kunststoffe sind die Polycarbonate. Die kennen Sie von den Bremsleuchten zum Beispiel bei den Autos. Das sind nichts anderes als die Polyester der Kohlensäure. Ja? Lassen Sie uns die noch haben. Die verwendet man auch für die Gewässer, für die Wassertanks zum Beispiel in Großraumbüros. Also, wir verständigen uns darauf, wir holen das zurück. Wir werden von 420 ppm wieder auf 280 ppm zurückkommen, oder? Wäre doch was. Dann hätte ich eine positive Aufgabe. Denn wenn ich meinen Studenten sage, sie sollen den Recyclinganteil in der Plastikflasche um 10% erhöhen, dann lachen sie mich nur müde aus dazu. Wenn ich ihnen aber sage, macht bitte mit, dann habe ich sofort 150 junge Leute, die da mitmachen wollen. Und vor allem, sie müssen doch selber erschrecken darüber, wenn sich Kinder festkleben dabei, wie verzweifelt müssen die sein. Ich habe selbst zu Greenpeace-Zeiten, ich bitte um Entschuldigung, man hört es manchmal heute noch an meiner Sprache dazu, aber zu Greenpeace-Zeiten habe ich nie was gemacht, wo ich mich abhängig gemacht habe von irgendwelchen durchgeknallten Polizisten, die ja tagelang nicht schlafen konnten und jetzt irgendwie schlechten Verdauung gerade haben und die mir dann deine Haut wegreißen. So ein kleines Kind, was sich da festklebt, das wird ein Leben lang nie fühlen können, wie der Partner sich wirklich anfühlt. Nie, ja? Und das mit den giftigsten Chemikalien. Wie kann man sowas machen? Da muss man so verzweifelt sein. Wir riskieren Massenselbstmorde von jungen Leuten, wenn wir nicht eine positive Perspektive ausgeben. Und was das bedeutet, ihr lieben Leute, gleich alt wie ich, macht euch keinen schlanken Fuß. Ja? Es gibt keine Rente für euch. Ihr bleibt bitte an Bord, bis wir dieses gelöst haben. Wir können nicht hingehen und können sagen, wir verabschieden uns in Rente. Als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung genau halb so hoch. Ja? Wenn man den gleichen Prozentsatz in Rente schicken würde wie damals, dann hätte man ein Renteneintrittsalter von 88,7 Jahren. Ja. Wir machen uns künstlich alt. Ein 60-Jähriger hat ein biologisches Alter eines 40-Jährigen vor 100 Jahren. Wir machen uns künstlich alt. Kein Land der Welt kann für mehr als 10 Jahre nichts tun bezahlen. Das geht einfach nicht. Und wir können die Leute auch nicht zu Müll erklären, wenn sie ein bestimmtes Alter haben und sie verabschieden sich nach Mallorca. Nach 3 Jahren kann ich mit ihnen nur noch über den besten Golfplatz mich unterhalten und das schönste Fischrestaurant. Das geht nicht. Das heißt, es ist auch menschenunwürdig. Die Rente war nur für die, die man sonst nicht totgekriegt hat. Ja? Also, dass es klar ist, der durchschnittliche Rentenbezugszeit war unter einem Jahr. Das ist völlig absurd, das anders zu machen. Also lassen Sie uns doch mal anschauen, wie sich die Rentenbezugszeit ändert. Davon, das heißt, schon jetzt ist 1/3 des Bundeshaushaltes für Renten. Davon im Jahr 2030 wird es über die Hälfte des Bundeshaushalts sein. Es fehlt uns dann das Geld, was wir wirklich brauchen, für Leute, die absolut jung sind. Die Gesellschaft, reden wir von Altern und demokratischem Wandel, die Gesellschaft war noch nie so jung. Und sie macht sich künstlich alt, weil es sich einen schlanken Fuß macht und es sich so entlastend ist. Nein, bitte bleibt an Bord. Mein Vorbild zum Beispiel ist jemand wie Ernst Ulrich von Weizsäcker, der also auch sagt, Freunde, ich bin da, ja, auch wenn ich über 80 bin dabei. Und Ernst Ulrich von Weizsäcker leistet so wesentliche Beiträge für unser Land dabei. Also, lassen Sie uns einfach diese Zahlen angucken und lassen uns daraus lernen. Wir schaffen die Rente ab. Unsere wirklich Kranken brauchen so viel mehr Unterstützung. So viel mehr Hilfe. Haben Sie geguckt, was im Moment in den Krankenhäusern los ist, nur weil eine Virusinfektion dazukommt? Dafür brauchen wir doch wirklich Geld. Ja? Nicht dafür, um Leute für nichts tun zu bezahlen.
Und die müssen praktisch AfD wählen irgendwann, weil sie einfach so verblöden. Die haben gar keine Ahnung mehr. Ja? Verstehen Sie? Also, lassen Sie uns darauf verständigen. Wir holen uns das zurück. Wir werden das CO2 wieder aus der Atmosphäre holen. Und da gibt es technische Methoden. Zum Beispiel im Bauen fängt es erst an. Auf einer Fassade, von einem Hektar Fassade, können Sie so viel Eiweiß anbauen wie auf 60 Hektar Mais davon. Das ist Kohlenstoff zurückzugewinnen. Ja? Aus dem Mais können Sie Plastik machen, genauso, aber aus den Algen genauso auch. Dieses Algenplastik baut sich perfekt biologisch ab. Sie können natürlich auch Austern schlürfen, das ist auch eine Möglichkeit. Sie lassen sich pensionieren und schlürfen Austern. Jede Auster hat mindestens 1500 Plastikteile drin. Also wenn wir nur genügend Austern schlürfen, holen wir uns das zurück. Oder wenn Sie den Carbon Footprint minimieren wollen, dann trinken Sie nur noch Champagner. Heute Abend gibt es wieder billigen Prosecco, haben Sie das gesehen? Davon trinken Sie Champagner. Champagner hat dreimal weniger CO2-Emissionen, weil das sind nur viel feinere Bläschen dabei. Ja? Prosecco wird sogar das CO2 noch dazugesetzt. Sie können Ihren Carbon Footprint um das Dreifache senken, nur durch Champagner trinken. Ist das toll? Ja? Und dann ein letztes. Wir haben eine derartig perverse Landwirtschaft, ja? Wo wir 70% unserer Nahrung, unser Futtermittel verwenden, um Fleisch zu erzeugen. Ich meine, das ist doch absurd. Also wir können natürlich etwas tun. Wir haben eine Landwirtschaft, die braucht im Moment 10 Kalorien Energie für eine Kalorie Ernährung. Wenn wir Aufzug fahren, brauchen wir für die gleiche Leistung im Gebäude nur 2 Kalorien. Sie können Ihren Carbon Footprint um das Fünffache senken, nur durch Aufzug fahren. Ist doch toll. Und dann sterben Sie früher und schützen die Umwelt noch mehr, natürlich, klar. Also, lassen Sie uns doch anders rangehen. In Düsseldorf, hier gibt es The Cradle, gucken Sie sich an, das ist gerade richtfest. Ein Gebäude, was nach Cradle to Cradle gemacht wird, wo alles nützlich ist, nicht weniger schädlich. Alles, was verschleißt, ist für Biosphäre nützlich, alles, was nur genutzt wird, geht in die Technosphäre. Dann können wir die Dinge anders machen. Lassen Sie uns die Menschen nicht als Belastung sehen, nicht den ökologischen Fußabdruck minimieren, sondern einen großen Fußabdruck haben, der aber ein Feuchtgebiet wird. Wir haben jetzt eine junge Generation, die will nicht null sein, die will nicht neutral sein, die will sich einmischen. Ich nenne sie die Selfie-Generation. Für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Ja, die will stolz auf sich sein. Sie braucht jetzt nicht mehr die Moral, die verschwindet, wenn es einem gerade schlecht geht. Sie braucht nur ein bisschen Selbstwertgefühl. Und das ist überreich in dieser jungen Generation vorhanden. Das heißt, ja, jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Jemand, der giftige Kinderspielsachen macht, ist einfach nur ein Depp. Ja, ich brauche nicht mehr. Und das ist plötzlich viel stabiler als dieses Moraldenken. Also, wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, in allen Kulturen sind sie immer freundlich und großzügig. Ja. Sie teilen, die Ärmsten der Armen teilen mit anderen. Ja. Aber wenn sie Angst haben, 95% der Menschen benehmen sich schlecht, wenn sie Angst haben, wenn sie unsicher sind, wenn sie Stress haben. Lassen Sie uns die Menschen als Chance für diesen Planeten sehen, nicht als Belastung. Dann kommen wir zum bescheideneren Lebenswandel, nicht weil es uns jemand vorschreibt, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Vielen Dank. Was für ein Fest! Professor Dr. Michael Braungart. Das Beste kommt zum Schluss. Vielen Dank.